Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge hatte ich ja schon gesagt, dass wir heute mit Gaston weitermachen, aber so wie ich mich hier gerade umschaue, muss der noch mal eben eine Minute warten, weil das ist ja ganz schlimm. Ich bin jetzt gerade erst ins Spiel reingekommen und das ist immer so der schrecklichste Moment des Tages sozusagen. Wenn man ins Spiel reinkommt und sieht, was man alles eigentlich noch hätte machen müssen. Ja, wie gesagt, also dieses Abernten von den Sachen hier vorne. Ach du Schande, was haben wir denn da alles? Also das geht gar nicht. Die Sachen muss ich weg, also die muss ich nicht wegmachen, weil ich das unästhetisch finde oder sonst was, sondern weil man hier sonst gar nicht mehr vernünftig rumlaufen kann. Und wir wollen ja jetzt auch keine Komplikationen haben während des Spiels. So. Und wie gesagt, hier die anderen Sachen, das mit dem Abpflücken. Das muss ich leider jedes Mal aufs Neue machen, wenn ich reingehe ins Spiel. Ich weiß, ich hätte es jetzt vorher machen können, aber naja. Ist jetzt auch nicht so extrem schlimm, glaube ich, wenn wir uns da ganz kurz eine Minute mit beschäftigen. Gibt es hier noch was? Da haben wir noch eins. Ha, Ernte Datteln. Seht ihr mal, können wir das auch direkt wieder machen. Weil, guck mal hier, die Sachen zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, die sind ja auch noch ganz, ganz frisch. Und da brauchen wir ja bestimmt auch wieder ganz viel von in der Zukunft. Übrigens, ich habe was festgestellt. Das habe ich, glaube ich, hier reingetan. Dann kann ich euch das nämlich mal ganz schnell zeigen. Ich meine nämlich, da war ich nicht mehr online, als ich das gesehen habe. Glänzender Endlosstein. Den haben wir ja, ich glaube, es war von Dagobert bekommen in der letzten Folge. Und ich habe gesehen, wenn, oh, das können wir auch direkt mal machen, wenn ich hier auf Sammlung klicke und auf Edelsteine, dann steht hier, dass der im Grenzland ist. Nee, stimmt gar nicht, das ist der Wabenstein. So, dass der in den Ruinen ist. Ich habe mich gerade schon gewundert, weil Grenzland, obwohl das ist auch, glaube ich, da. Ah nee, das sind die Aussichtspunkte. Wo ist denn das Grenzland hier? Ach, Grenzland ist da oben, okay. Und die Ruinen sind hier. Das heißt, ich würde schon ganz gerne mal hier unten den Weg auch frei machen, wenn ich kann. Ich weiß aber halt nicht, wo wir als nächstes hin müssen. Ich vermute mal, dass wir zum Grenzland müssen. Deswegen spare ich mir das lieber noch was auf. Jetzt bin ich wieder rausgegangen. Wo ist denn eigentlich Gaston? Der ist da hinten. Ach, in seinem Kabuff da. Dann gehen wir da erstmal hin. Weil wir wollen, in Anführungszeichen, ja, jetzt die Quest mit ihm machen. Nein, ich bin schneller. Ich bin schneller. Sie hat mich nicht gesehen. Sie hat mich nicht gesehen. Sie hat mich nicht gesehen. Hoffentlich kommt sie mir nicht hinterher. Ja, es tut mir leid, aber sie ist halt so. So unheimlich nervig. Anders kann man es nicht sagen. So, wenn wir gerade schon dabei sind, dann müssen wir ganz schnell. Oh. Sollte ich nicht drücken. Müssen wir ganz schnell. Oh, nochmal suchen. Das war in diesem Fall sogar sehr gut, dass ich gesucht habe. Weil den brauchen wir. Ja, wofür brauchen wir den? Eigentlich nur für die Werkzeuge, oder? Aber ich glaube, wir brauchten den auch noch für was anderes, wo wir dann zwei oder drei von benötigen. Ja, und das war es schon. Okay. Gut. Er ist nicht in der Oase, er ist in seinem Kabüffchen drin. Das habe ich mir schon gedacht. Gaston. Hey Gaston, hast du deine harte Naturbetrachtung durchgeführt? Wie geht es dir? Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, alles Gerede über Gefühle zu ignorieren, Gameplayerin. Hast du das andere Skarabäus-Teil gefunden? Bisher nicht. Gibt es Hinweise auf die andere Hälfte des Karabäus-Schlüssels? Jafar sagte, er könnte im wilden Dschungel sein. Der Täuschungszauberer könnte recht haben. Ich habe jeden Zentimeter der Dünen durchkämmt und die andere Hälfte noch nicht gefunden. Ich habe eine Idee, Gameplayerin. Ich habe einmal ein blondes Mädchen im wilden Dschungel herumrennen sehen. Vielleicht kann das Dschungelmädchen helfen. Oh, du meinst Rapunzel? Ist das ihr Name? Das eine Mal, als ich sie sah, warf sie einen Blick auf Kokosnuss-LeFou und rannte davon. Ich kann es ihr nicht verübeln. Dann gehe ich wohl als nächstes zu ihr. Ich komme mit dir. Du brauchst jemanden, der so charmant ist wie ich, um für dich mit den Leuten umzugehen. Oh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Was?
Warum nicht? Eigentlich habe ich noch etwas, das nur du tun kannst. Ich wette, ich finde bald das andere Skarabäus-Teil und dann geht's ab ins Gewölbe. Ja, ich sag mal, du musst mit Jafar reden und einen Hinweis darauf bekommen, was uns in der Höhle erwartet. Der Täuschungszauberer wird meinen intensiven Verhör zusammenbrechen. Toll, das höre ich gerne, Gaston. Keiner bereitet sich so gut auf Abenteuer vor wie Gaston. Toll, ich melde mich wieder, sobald ich mit Rapunzel den wilden Dschungel, im wilden Dschungel geredet habe. Husch, husch, ich bin fertig mit dir. Aha. Ich war schon fertig mit dir, bevor ich die Quest gestartet hatte, aber leider musste ich die hier machen. Oh Gott, da ist sie schon wieder. Nein. Rapunzel, schwing dein Haar hinüber, damit ich weiß, wo du bist. So, da hinten geht's auch rein, aber das war, glaube ich, von ihm der Teil. Ach, da ist sie. Sie ist die Dünen am Malen, okay. Hallo, ich hoffe, du kannst mir helfen. Das war der, der so teuer war. Kann ich auch mal mit dir reden, anstatt... Ey, ist das möglich, dass man mal mit den Leuten reden kann, die direkt vor einem stehen? Alter. Gameplayerin, hallo. Es ist toll, dich zu sehen. Kann ich dir bei etwas helfen? Ja, ich bin auf der Suche nach einem magischen Gegenstand. Vielleicht liegt er schon seit einiger Zeit im wilden Dschungel. Oh, was für ein Gegenstand. Könnte es ein Teil meiner Projekte sein? Die Hälfte eines Skarabäus aus Messing oder einem ähnlichen Material. Ich glaube nicht, dass ich jemals so etwas gefunden habe. Aber es gibt eine Stelle im Hain. Ich höre dort immer das Summen vieler Insekten, aber er ist schon seit langem blockiert. Skarabäen und Käfer, oder? Vielleicht bedeutet das etwas. Sind Käfer. Nee, ich hasse Käfer. Nein, ein guter Anhaltspunkt. Wie spannend. Du lüftest wirklich ein Geheimnis. Ich denke, ich werde mir das mal ansehen. Ich bin so neugierig. Bitte sag mir, was du findest. Klar, ich kann ein paar Fotos für dich machen, dann kannst du es selbst sehen. Viel Glück, Gameplayerin. Danke. Nach dem ganzen Ärger mit dem Juwel der Zeit wird das sicher kein Problem. Bye, bye. Okay, Fotos. Ist das auch die Aufgabe oder ist das einfach nur... Steht jetzt nicht so dabei, ne? Im Hain. Das heißt, das war hier ungefähr? Oder hat das hier den Durchgang... Ich weiß es nicht. Also ich nehme an, das ist dieses eine gewesen mit diesen vielen, ja, ich habe jetzt gedacht, das sind Fliegen. Ich kann in die Zukunft sehen. Also weiß ja, ich, dass du wenn du in die Zukunft sehen kannst, weißt du, dass ich erstmal nicht mit dir spielen werde, weil du bist Level 3. Was mich daran erinnert, dass ich auf meinem Blog, ach hier war das, auf meinem Blog noch einen Post hochladen wollte, welche Level die einzelnen Figuren eigentlich haben. Ich habe es aber ehrlich gesagt vergessen. Ich werde es aber auf jeden Fall die nächsten ein, zwei Tage noch nachholen. So, finde die Insektenschwärme. Doch, Insekten. Mach ein Foto von den Insekten. Okay. Dann wäre damit die Frage erledigt. Na, zeig mal drauf. Ja, nee, das geht gar nicht. So, das ist besser. Genau. Zack. Nee, das brauchen wir jetzt nicht nochmal. Kehre zu Rapunzel zurück. So schnell? Ich habe doch noch gar nichts gemacht, außer das Foto. So, Rapunzel. Moment, bleib schön da stehen. Nicht abhauen. Jetzt rennt die... Die sieht mich und rennt weg. Das ist ja wie im wahren Leben. Leute, ist sie jetzt nach rechts oder links gegangen? Ich guck mal hier... Nee, Moment. Hä? Doch, jetzt zeigt ihr mir an... Ach, da ist sie doch. Hallo, ich hoffe, du kannst mir helfen. Hattest du Glück bei der Suche? Naja, ich habe diesen seltsamen Sockel gefunden, auf dem es vor Käfern nur so wimmelte. Hier habe ich ein paar Fotos gemacht. Oh, lass mich mal sehen. Der Schwarm sieht aus, als wären es lauter Skarabäen. Es ist seltsam, dass sie hier im Dschungel sind. Normalerweise bleiben sie in der Wüste. Es ist auch seltsam, dass sie so ausschwärmen. Ich frage mich, ob sie durch die Magie deines Skarabäus-Schlüssels von der Wüste weggelockt wurden. Normalerweise... Die Frage ist nur, wie werde ich sie los? Der Schwarm ist im Moment zu dicht.
Hast du schon mal von fleischfressenden Pflanzen gehört, Gameplayerin? Sind das die, die wir mal einsammeln? Ich denke schon, ne? Ah, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Du bist so klug. Hier gibt es viele fleischfressende Pflanzen. Es gibt die Venusfliegenfalle und die Kannenpflanze. Wenn du genug von ihnen sammelst, kannst du ein paar fleischfressende Blumenarrangements herstellen. Aha. Wenn du sie dann neben den Sockel stellst, werden sie sich sicher um den Skarabäus-Schwarm kümmern. Fantastisch. Danke, Rapunzel. Auf Wiedersehen und komm bald wieder, damit wir reden können. Ah, okay, fleischfressendes Blumenarrangement. Ich nehme mal stark an... Ja, ja, Stelle her. Es war jetzt ein bisschen verzögert, aber es ist genau das, was ich mir schon gedacht habe. Die Frage ist jetzt nur, was brauchen wir dafür? Ich habe sehr viele von den Pflanzen. Ich hasse es, dass ich die jetzt wieder investieren muss, weil ich die extra sammle, damit ich genug habe. Ah, na gut. Handbuch zur Zeitveränderung? Was zur Hölle? Wie Zeitveränderung? Aber das sind wahrscheinlich nur so kurzfristige Sachen, oder? Hier, fleischfressendes... Ja, gut, ich brauche nur 2 Stück jeweils. Es ist trotzdem ein bisschen blöd, weil ich dann von jeder Pflanze 4 schon wieder weg habe. Aber, naja, gut. Das ist weniger als die Hälfte. Also, achso, habe ich das jetzt einmal oder zweimal gemacht? Ich habe es einmal gemacht. Wieso ist denn das jetzt weg? Hä? Hä? Das war doch gerade noch ganz oben. Leute, wollt ihr mich veräppeln? Oh, der Zehengarten sieht auch schön aus. Ach, da. Nur weil ich vergessen habe, auf 2 zu stellen. So. Dekoriere. Okay. Der Hain ist da, dann gehen wir nach da. Komm, dich nehme ich jetzt mal mit. Ich bin jetzt schon, glaube ich, 2 an dir vorbeigelaufen. Und ich brauche ja die Punkte. Also den Sand. So. Ach ja, ach ja. Ich habe das ja damals schon gefunden, habe ich mich ja echt schon gefragt, was ist das? Die Frage ist jetzt nur, reicht das, wenn ich das so hinstelle? Oder ist das zu weit weg? Na, in der Nähe. Also in der Nähe heißt für die anscheinend nicht hier hinten. Da müssen wir mal gucken. Hallo, es wäre gut, wenn ich es verschieben könnte. Das Problem ist halt, ich will es so hinstellen, dass ich da noch rumkomme. Das wird hier schon schwieriger. Tja, ich muss es mitten in den Weg stellen anscheinend. Das ist natürlich doof. Sieh nach, Gaston. Jetzt müssen wir nur noch warten. Achso, okay. Ja, dann schauen wir mal nach Gaston. Wo ist er denn? Immer noch da. Okay. Ich hätte gerne einen Sprintboost. das ist ziemlich blöd, dass man den nur hat, wenn man sich überessen hat, sozusagen. Weil ich sag mal, man macht ja immer irgendeine Aktion zwischendurch und schon ist der Sprintboost wieder weg. Gaston. Wie geht es dir, Gaston? Sehr gut. Ich kehre auf dem gastonischen Weg zurück. Das ist großartig. Das ist es, nicht wahr? Jetzt musst du nur noch das Gewölbe des Täuschungszauberers finden und mir den Schatz besorgen. Wie läuft die Jagd? Ich arbeite daran. Ich habe fast das andere Stück des Skarabäus-Schlüssels. Rapunzel war mir bisher eine große Hilfe. Hast du deinen Teil der Vorbereitungen für unser Abenteuer abgeschlossen? Eigentlich... Ich dachte, anstatt mit dem Täuschungszauberer zu reden, trainiere ich lieber meine Muskeln, um ihnen zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Als du gesagt hast, du würdest helfen, hast du also genau das Gegenteil getan? Nein, zu protzen ist immer hilfreich für mich und alle, die mich beobachten. Ich schätze, du wartest hier und ich hole dich, wenn ich die beiden Teile des Skarabäus-Schlüssels habe. Auf Wiedersehen.
Ja, warum wusste ich das nur schon im Voraus? Achso, ich kann doch auch hinporten, das geht schneller. Und zwar in den Innenhof, da war so ein Ding. Ach nee, zum Sockel im Hain soll ich. Och, jetzt haben die ja auch noch Ansprüche. Ach so, nein, die haben keine Ansprüche. Ich dachte, ich sollte mit dem Zauberer sprechen, aber es ist nicht der Zauberer. Oh, 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 oh. Es ist nicht der Zauberer. Es geht darum, dass die Insekten jetzt weg sein sollten. Aber ich gehe jetzt mal ganz kurz hier angeln, weil... Oh, Rapunzel, nee, mit dir spiele ich nicht, denn du bist... ich habe es mir alles hier aufgeschrieben. Ich bin nämlich jeden Einzelnen durchgegangen und habe geguckt, welches Level die haben. Das war richtig eine blöde Arbeit. Zitteral, Zitteral ist auch sehr gut. Ich habe keinen Rapunzel aufgeschrieben. Doch, ich muss die irgendwo aufgeschrieben haben. Ich finde sie nur gerade nicht. Ich weiß es nicht. Naja, egal. Wir haben ja auf jeden Fall einen Zitteral. Ich frage mich, was ich heute malen werde. Die hat so eine komische Stimme irgendwie. Also, die ist okay. Nur wenn man natürlich die Originalstimmen kennt, ist es schon ein bisschen komisch. Und wenn die dann noch so am Hallen ist, dann hört die sich komplett anders an, finde ich. So, okay, wir wollen aber nicht angeln. Ich habe nur gedacht, dass da dieser eine seltene Fisch eventuell drin ist. Oh, Moment. Weil wir den ja schon hatten, als wir, ich glaube in der letzten Folge war es, als wir was herstellen mussten und dieses goldene, orange, wie auch immer, diese Blubberblasen sind halt sehr, sehr, sehr selten. Ja, den hier habe ich gesucht. Genau, die Prismagarnele. Falls wir die mal für irgendwas brauchen, wäre es nämlich ganz gut, wenn ich die so zwischendurch mal geangelt hätte. So, die sind wirklich weg. Und ja, wir haben den Schlüssel. Cool. Ach, ich gehe nie mehr in meinen Turm zurück. Hebe auf. Ich wollte gerade sagen, habe ich doch gemacht. Ist völlig verrostet. Vielleicht weiß Jafar, wie man es... Ich kann es gar nicht alles lesen. Warum brechen die jetzt den Textnerding so ab? Also ich glaube, ich muss... Ja, steht ja auch da. Ich muss mit Jafar reden. Das ist ein bisschen... Ja, doof, wenn das immer so da reinschiebt und man dann nicht mehr... Ich weiß gar nicht mehr, wohin. Hier runter, ne? Hallöchen, dich habe ich aber schon. Hier. Ah, Gameplayerin. Wie ich sehe, entwickelt sich mein Plan vorzüglich. Du hast das zweite Teil des Skarabäus gefunden. Ist es nicht unser Plan? Was für eine kuriose Fehlinterpretation. Wow, wie unhöflich. So oder so, wir haben ein Problem. Dieses Teil des Skarabäus sieht sehr mitgenommen aus. Der Dschungel hat ihn ziemlich zugesetzt. Ich denke nicht, dass es so mit dem anderen Teil zusammenpasst. Hm. Richtig, das ist ein Problem. Vielleicht kann etwas vorübergehende Magie es richten. Hast du Zugriff auf einen Tisch der Zeit, Traumscherben und einer Quelle von Nebel? Oh nein, nicht Nebel, ich brauche meinen Nebel. Ich meine, dass du mit den beeindruckendsten Kräften, die du gebildet hast, die Skarabäus-Teile in ihren Ausgangszustand versetzen kannst. Hm, ein Versuch ist es wert. Hier, nimm diese Pläne und nutze sie. Super. Ich warte auf deinen Erfolg. Ja. Ach, für den ich wieder teuer bezahlen darf. Keiner weiß, was wir jetzt gelernt haben. Schön. dann gehen wir erstmal zur Werkbank. Aber das sind irgendwie die Pläne, wie man das Ganze jetzt wieder zusammenbasteln kann. So viel habe ich schon mitbekommen. Nee, Moment. Hier müssen wir das machen, ne? So, Aufgabe, Skarabäusstück. Na gut, 1000 geht noch, aber es ist natürlich auch doof. Ich habe jetzt gerade die 10.000 zusammen, um da oben das frei zu machen. Und dann kommt der wieder an und nimmt mir wieder 1000 weg, sodass ich es wieder nicht mehr machen kann.
Ja, was tut man nicht alles für die Quest, ne? Eine Sache wollte ich aber noch mal kurz gucken, bevor ich hier rausgehe. Ach nee, dafür brauche ich Papierlaternen und den ganzen Kram. Ach, und ganz viel Nebel auch noch, okay. Giftige Nachtschatten, die müssen wir dann auch noch irgendwo herkriegen. Ja, ich hatte nämlich mich daran erinnert, dass ich hier auch noch zwei Figuren machen konnte, aber hatte ich hier nicht? Doch, hier. Aber das wird dann noch was dauern, bis wir die benutzen können. Endlich, mein Plan ist aufgegangen. Das Juwel der Zeit ist zum Greifen nah. Wir stehen kurz davor, alles wieder richtig zu stellen, was die Insel der Ewigkeit bedroht hat. Gern geschehen. Du willst nach jedem Schritt eine Bestätigung? Wie ermüdend. Bevor du dich jedoch auf den Weg machst, ist es wichtig, dass ich dir die folgenden Informationen mitteile. Nur ein ungeschliffener Diamant darf mein Gewölbe betreten. Armer Gaston. Was bedeutet das überhaupt? Ganz gleich, wie man spricht oder sich kleidet. Nur wer reinen Herzens ist, darf eintreten. Jafar, ich komme doch rein, oder? Oh, Gameplayerin, falsche Bescheidenheit steht dir nicht. Berühre die beiden Teile des Garabeus-Schlüssels und er wird dich zu meinem Gewölbe führen. Das ist ein tolles Sicherheitssystem. Das Juwel der Zeit ist unbezahlbar, Gameplayerin. Ich muss es schützen. Na gut, ich werde Gaston die schlechte Nachricht überbringen und mich auf den Weg machen. Ja, der ungeschliffene Diamant. Das wäre quasi dann das nächste. Nee, das war die falsche Taste. Ich wollte nur mal eben gucken. Ein paar Sachen können wir auf jeden Fall hier draußen schon mal reintun. Ich weiß ja nicht, was mich da so erwartet. Nee, die Teile habe ich nicht hier unten drin. Naja gut, das muss jetzt erstmal reichen. Das sind die zwei Teile von der Quest. So, muss erstmal reichen mit dem Platz. Achso, Moment, ich kann ja hinporten. Ich vergesse das jedes Mal. Er bleibt immer noch da. Okay, brauche ich den auch nicht zu markieren. Ich habe noch mal ein bisschen Sorge, dass sie dann abhauen. Und ich dann quasi an denen vorbeirenne, beziehungsweise die an mir vorbeirennen. Ah, schauen wir mal. Jetzt auch wieder was Goldenes, ne? Wie wär's, wenn wir was gemeinsam unternehmen? Ja, das wäre ganz toll, Mickey, aber nicht jetzt. Ich muss mich jetzt erstmal um die Hauptstory kümmern. Toll. Ich dachte, jetzt kommt hier voll das spektakuläre Teil raus. Also irgendwie keine Ahnung was von Fisch. Und dann kriege ich wieder den. Naja, gut. Okay, Gaston, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Ist es an der Zeit für unsere Schatzsuche? Ja, aber ich fürchte, ich habe zuerst eine schlechte Nachricht für dich, Gaston. Och, liegt es daran, dass deine mickrigen Arme nicht die gleiche Menge an Schätzen tragen können wie ich? Ich werde versuchen, das nett zu formulieren. Hä? Ja, ja. Sprich weiter. Ich möchte hier diplomatisch sein. Das ist langweilig. Baue den Skarabäus zusammen. Aha, es geht los. Dem Skarabäus hinterher. Ja, das heißt, der wird mir wahrscheinlich folgen. Also nicht der Skarabäus, dem folge ich jetzt gerade. Sondern Gaston. Ich glaube, er ist hinter mir, wenn ich das richtig gesehen habe. Moment, Skarabäus, ich muss mal kurz was mitnehmen. Moment, Skarabäus, ich muss noch mal kurz was mitnehmen. Ich brauche meine Punkte wieder, die mir eben geklaut wurden. So, ah, ich muss hier anscheinend graben, ne? Oder auch
nicht. Beeindruckend. Dieser Schatz wird bald mir gehören. Wenn sie von einem riesigen Katzenkopf bewacht wird, müssen die Reichtümer darin von enormem Wert sein. Gaston, ich muss wirklich mit dir reden. Jetzt? Kann das nicht warten, bis wir drinnen sind? Ich werde versuchen, dir die Nachricht schon bald zu überbringen. Du kannst Dinge nicht sanft brechen, Gameplayerin. Wenn du sanft bist, gehen sie nicht kaputt. Tut mir leid, Gaston, aber du kannst nicht mit mir ins Gewölbe kommen. Was? Und außerdem, warum? Das ist Teil der Magie des Gewölbes. Nur ein ungeschliffener Diamant kann es betreten. Und? Und du bist nicht rein Herzens genug, um einzutreten. Die Magie würde dich zurückweisen. Ich verstehe. Wirklich? Ja, natürlich. Ich bin eindeutig kein ungeschliffener Diamant. Ich bin mehr ein Geweih, das auf einer edlen Mahagoni-Tafel montiert ist. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist doch offensichtlich, oder? Von mir geht männliche Energie aus, wie die Verzweiflung von einem Bauern. Hä? Wow, ich kann es plötzlich nicht mehr erwarten, von dir wegzukommen. Bring eimerweise Schätze für dich mit. Für mich mit. Auf Wiedersehen. Ja, und ich würde sagen, das werden wir auch tun, allerdings erst in der nächsten Folge, weil da werden wir dann diese Wunderhöhle betreten. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.